gezeigt wird. So heißt es beim Ursprung Wurmfest im Zillertal. Jedes Jahr im Juli geht es hier ab, die Party im Zillertal mit den Ursprungwurm. Und wir sind heute mittendrin statt nur dabei. Mein Name ist Clara Bloder. Schön, dass Sie mit dabei sind beim Ursprungwurmfest im Zillertal, in Stumm im Zillertal. Wir schauen uns die Tage um. In wenigen Minuten geht es los. Heute ist Donnerstag. Heute findet der Begrüßungsabend statt. Heute gibt es schon die beste Musik und morgen und am Samstag und am Sonntag geht es natürlich weiter. Und viele, viele Ursprungwurmfans von nah und fern dürfen dieses Fest nicht versäumen. Genießen wir gemeinsam die Zeit hier im Zillertal. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und jetzt geht's los beim Ursprungwurmfest in Stumm im Zillertal. Es ist wieder soweit. Das Ursprungwurmfest im schönen Zillertal geht los. Wir haben uns die ersten zwei Tage umgesehen und so einiges entdeckt. Ich bin im Herzstück eines jeden Ursprungwurm-Fans, denn ich bin mit der Zensi beim Fanshop. Liebe Zensi, wir sind umgeben von wunderbaren Fanartikeln. Was gibt's denn hier bei dir alles? Es gibt alles Mögliche. Erstens mal die ganzen T-Shirts, ja. Dann haben sie sehr schöne Platten dabei, wo sie alle drauf sind, ja. Und ich denke auch, dass sie Hüte und was alles so, was man halt so nimmt von den Fans. Und ich hoffe, dass sie viel verkaufen. Und es ist ja typisch und schon originell, dass wirklich jeder in der Ursprungwurmtracht kommt. Also da hat jeder ein T-Shirt an. Ja, von den, sagen wir mal, viele von denen, ja. Aber in der heutigen Zeit kommt nicht, das ziehen sie sich nicht mehr um hier. Ne? Aber es wird viel verkauft und es wird auch gern gesehen, dass sie mit den roten T-Shirts kommen. Ne? Und was ganz wichtig ist, man kann sich nicht nur bekleiden im Sinne der Ursprungwurms, sondern man kann die Ursprungwurm auch eigentlich auch trinken. Ja, das kann man allerdings. Das ist das Beste, was sie dabei haben. Und das Schnäppchen sollte man schon probieren, wenn sie da sind. Ne? Und das ist ganz speziell, die sind nämlich selbst gemacht, diese Schnäpse. Und das macht der Andreas, ja, den ich schon als kleinen Bub kennengelernt habe. Ja, und seitdem kenne ich sie halt. Und die kommen auch immer her, ne, zu jedem Fest. Und haben sie auch schon bei meinem Geburtstag gefeiert und haben sie gespielt in Frankfurt. Also sie sind die Buben und ich mag sie auch gerne. Und deswegen ist man einfach Ursprungwurm-Fan, oder? Ich bin Ursprungwurm-Fan, ja. Ich habe das, wie sie unten, einmal am Anfang haben sie bei uns unten gespielt, im Dings. Da habe ich gesagt zum Andreas, ein bisschen lachen könntest du schon. Hat er gesagt, warum soll ich lachen, das ist ernst genug. Aber mittlerweile hat er es auch gelernt, das Lachen. Ne? War immer eine lustige Familie und es war immer was los. Und Sensi, du sagst es schon, es ist richtig eine Familie hier beim Ursprungwurmfest und man genießt diese Tage in vollen Zügen. Ja, also es ist auch immer voll hier. Ne? Also man, heute ist ja noch der Anfang, aber ich bin überzeugt, dass morgen Rassefest voll ist. Ne? Eine weitere Neuheit beim heurigen Fest ist die Fotobox am Eingang. Stefan weiß mehr. Vor der Fotobox habe ich den Stefan getroffen. Stefan, ganz ehrlich, dieses Werk war deine Idee. Es war eigentlich meine Idee, ja. Wir haben dort mal im Backlein Küchen, bei Wenn die Maus spielt, Windhockmeer, haben wir da mal Mittagessen drüber geredet, auch, wegen der Fotobox, ob es möglich wäre, die hier aufzustellen. Und ich sage, ja, war sicher kein Thema von denen her. So ist es, Ursprungwurm-Fans, die sollen auch eine bleibende Erinnerung haben. Stefan, warst du schon drinnen? Auf jeden Fall war ich schon drinnen. Also empfehlenswert, oder? Es ist leicht zu einem Weiterempfehlen, ja. Und man kann verkleidet reingehen oder einfach so, wie man ist und einfach Spaß haben und abdrücken. Du kannst so reingehen, wie bist du, und sonst sind auch nur einige Accessoires, was du mitnehmen kannst. Zum Beispiel auch von den Ursprungwurm, das Buschfleckleiberl, ein Hut von den Ursprungwurm. Oder sonst neben der Box sind auch noch Perücken, Kapplano, was auch mitnehmen kannst, zum ein lässiges Foto machen. Ja, jetzt haben wir so nett geplaudert, jetzt müssen wir eigentlich auch reingehen. Da hat die Schuhe an, Clara. Ja, dazu. Dann machen wir das, Stefan. Auf jeden Fall. Direkt beim Eingang vom Ursprungwurmzelt, da findet man den Gabriel heute erstmals oder heuer das erste Mal mit der Fotobox. Jawohl, genau. Also wir haben heute hier die Fotobox aufgebaut. Da kann man reingehen, kann mit den Ursprungwurm oder auch alleine mit diversen Accessoires, Perücken und solche Sachen kann man Fotos machen, die drückt es nachher gleich unten raus, zwei Streifen, kann man die wieder nach Hause gehen. Wunderbar, das heißt, man hat von dem Fest eine bleibende Erinnerung. Ja, eine sofortige Erinnerung mit dem Ursprungwurm, eine perfekte Sache. Und ich glaube, da werden auch ganz viele Fotos beim Fest geschossen. Ja, also die Fotobox ist dauernd im Betrieb, das ist eine super Sache. Das kommt sehr gut an bei den Leuten. Das heißt, du würdest mit mir in die Fotobox gehen? Natürlich würde ich mit dir in die Fotobox gehen. Was, gehen wir gleich rein, ne? Was müsst ihr aufsetzen? Also ich darf Ihnen empfehlen, Buschfleck hier,
Also den Brustfleck würde ich Ihnen empfehlen von den Ursprungsbuben. Oder einen Hut von den Ursprungsbuben. Ja, dann immer einen Hut, oder? Immer einen Hut, perfekt. Dann gehst du mit mir rein. So, aber nun wollen wir uns im Zelt einmal umsehen. Denn schon am ersten Abend sind zahlreiche Fans aus den verschiedensten Richtungen nach Stumm gekommen. Der Werner aus der Schweiz, extra angereist. Ja, aus dem Emmental sind wir gekommen, heute. Und wie lange fährt man von dem Emmental? Da 6 Stunden. Und das tut man, weil man Ursprungsbaum-Fan ist? Ja, genau. Wie genießt ihr die Zeit? Was steht am Programm bei euch? Wir hören jeden Abend die Musik hier im Zelt und den Tag hindurch machen wir Ausflüge. Und was ist für euch das Besondere am Zillertal? Ja, die Volksmusik. Das ist einmalig auf der Welt. Das gibt es nur hier. Beim Ursprungsbaumfest trifft man Fans und Freunde von nah und fern. Ich habe jetzt Fans aus Holland hier. Woher seid ihr genau? Wir kommen in die Nähe von Hengelo, Twente. Wie weit seid ihr hierher gefahren? Wir sind heute Morgen mit dem Flugzeug nach München geflogen und von dort mit dem Auto hier nach zu. Ja. Was ist das Besondere von den Ursprungsbuben oder an den Ursprungsbuben? Die Musik und die Gruppe. Und wir sind in Holland auch manchmal bei den Ursprungsbuben gewesen. Und jetzt zum ersten Mal beim Fest hier in Stumm. Ja. Und bis Sonntag hier? Ja, bis Montag. Bis Montag. Habt ihr ein Lieblingslied von den Ursprungsbuben? Nein, nicht echt. Wir mögen alles. Ja. Ihr mögt alles. Und jetzt ist doch Party angesagt. Wenn es Musik ist, ist es immer gut. Am Eingang habe ich auch noch einen Fan getroffen, den Dave aus Holland. Ja, du bist aber nicht das erste Mal hier. Wie oft bist du denn schon beim Zillertaler Ursprungsbubenfest? Ja, seitdem ich 2 Jahre bin, komme ich schon in Zillertal. Ich bin damit aufgewachsen und das Beste, was es gibt in Zillertal, ist das Ursprungsbubenfest. Ja. Bist du selbst auch ein Musikant? Ja, ich bin Musikant. Ich spiele selber Zillertal. Und zwar nur Ursprungsbubenmusik. Und welches ist dein Lieblingslied von den Ursprungsbuben? So wie es ist, soll es immer werden. Bleiben, so, Entschuldigung. Ja. Aber es wird jetzt noch fleißig weiter gefeiert. Die 4 Tage bist du natürlich auch mit dabei. 4 Tage, ja, ja, ja. Wenn die Ursprungsbuben feiern, dann sind auch viele prominente Gäste mit dabei. Herbert von C3, wie geht's dir? Also momentan einmal sehr gut. Und wenn ich jetzt so das im Hinterkopf habe, übermorgen seid ihr auch auf der Bühne? Wir sind das Wochenende auf der Bühne, und zwar am Samstag und am Sonntag beim Frühschub. Und was ist das jetzt für ein Musiker, für ein Gefühl hier beim Ursprungsbubenfest? Ja, ist einfach lässig für uns, ist sowieso super, weil wir in dem Fall Heimvorteil haben. Das ist ja, wir sind ja da im Stumm im Zillertal und wir sind nicht weit weg, also ein bisschen oberhalb am Stummer Berg daheim, also in der gleichen Gemeinde eigentlich wie die Ursprungsbuben. Wir kennen uns eigentlich über die letzten 20 Jahre schon gut. Und es ist interessant, ich habe gerade mit der Mama von den 2 Männern, von Martin und von Andreas, ein bisschen ein Gespräch gehabt. Ich habe gesagt, das ist eigentlich interessant, wir sind zwar am gleichen Berg in der gleichen Gemeinde daheim, aber wir kommen ganz selten zusammen mal. Und deswegen ja, ist es umso bäriger, dass wir jetzt da beim Fest dabei sind und wir einmal zusammenkommen. Und noch bäriger ist natürlich das nächste Jahr. Da sind wir dann am Stummerberg um, da haben wir unser 10-jähriges Jubiläum schon mit C3 und da sind die Männer wieder, die Ursprungsbuben, auch wieder bei uns dabei. Also das ist sozusagen bei uns ein Nehmen und Geben. Eine musikalische Freundschaft, aber du hast es angesprochen. Es gibt ein Jubiläumsfest nächstes Jahr, wann denn genau? Das ist am 7. und am 8. Juli 2018. Das ist, wie gesagt, ein bisschen oberhalb von da. Das ist der sogenannte Lagerplatz am Stummerberg. Das ist nicht ganz weit oben, also ziemlich am Anfang vom Stummerberg. Ist der Gemeindeplatz und da werden wir eine Zelle aufstellen. Wir hoffen zwar, dass das Wetter schön ist, aber mit dem kann man nicht mehr rechnen. Und ja, also auf dem Weg dürfen wir uns natürlich schon alle Gäste einladen. Auf jeden Fall zum Vormerken, der 7. und 8. Juli. Und ihr habt sich auch wieder tolle musikalische Gäste eingeladen. Ja, da haben wir einiges im Aufgebot. Also wir haben jetzt am Samstag eben die Ursprungsbuben mit dabei. Dann werden wir natürlich unser 10-jähriges gebührend feiern. Und da kommt also eine neue CD heraus, das Jubiläumsalbum. Da sind wir mit dabei aus der Steiermark, aus deiner Heimat, die Granaten. Da waren wir auch schon dabei. Da war sie auch dabei, glaube ich. Gell? Ja. Dann sind die Zillertaler Berggranaten, das sind ganz junge Männer aus dem Zillertal, sind mit dabei. Am Samstag, glaube ich, haben wir sie dann alle. Und am
Sonntag ist dann ein U1-Frühschuppen. Da sind wir mit Z3 dabei. Dann ich in doppelter Ausführung, weil ich spiele nebenbei noch beim Kreuz 8 Uhr. Dann die Tonihof-Buben, die stehen gerade da nebenan. Dann die Granaten auch wieder. Und natürlich nicht zu vergessen, die feiern nämlich momentan auch ihr Fest. Die Zillertaler Mander sind auch mit dabei. Also gutes Programm ist vorprogrammiert. Wir müssen es uns nur noch im Hinterkopf behalten. 7. 8. Juli. Genau, so schaut es aus. Und jetzt wünsche ich dir als Gast gute Unterhaltung und dann übermorgen auf der Bühne beim Ursprungwurmfest natürlich alles Gute. Lara, danke und ja, wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Auch am Begrüßungsabend gibt es ein tolles musikalisches Programm. Hinter der Bühne haben wir mit den Musikern vor und nach ihren Auftritten geplaudert. Es ist der Begrüßungsabend heute beim Ursprungwurmfest und wir sind Backstage, weil da findet man die ganzen Musiker, die heute auftreten. Und der Martin von Zillertal-Schmiss ist auch da. Martin, wann seid denn ihr genau dran? Ich glaube, als zweite Gruppe, also eröffnet haben wir jetzt ja schon die Hausherren sozusagen. Und jetzt kommt noch eine andere Gruppe und dann sind wir an der Reihe. Was ist für euch das Besondere, lieber Martin, hier? Ja, zuerst möchte ich einmal schon sagen, dass es eine Ehre ist für den Zillertal-Schmiss, dass wir das Fest einleiten dürfen sozusagen oder dabei sein dürfen. Zum dritten Mal schon im Übrigen. Und ja, wir haben schon Freude und ich bin überrascht. Am ersten Abend schon so viele Leute da und ja, wir freuen uns auf den Abend. Was erwartet die Fans heute von Zillertal-Schmiss? Einfach unseren Sound, so wie wir ihn spielen. Wir spielen, glaube ich, ganz eine originelle Zillertaler Musik, wie sie früher gespielt ist worden, mit der steirischen, mit der Harfe, der Franz und mit dem Bariton. Alles lokale Liedern und Stickeln, wie sie halt im Zillertal der Brauch sind. Auf der Bühne schreien sie schon Zugabe, das heißt für euch, Tonihof-Burm, ihr müsst gleich rauf, denn ihr seid die Nächsten dran. Ja genau, also wir kommen jetzt als Nächstes beim Ursprungfest. Seit 2018 sind wir vertreten hier und macht einen wahnsinnigen Spaß. Michael, was ist das Besondere beim Ursprungburmfest? Ja, das Besondere sind einfach die Fans, also die sind extrem eingefleischte Fans. Bayerisch, Polka, Walzer kommt extrem gut an und wir freuen uns immer wieder, wenn wir dabei sein dürfen, da im Tal, der Musik im Zillertal, ist ein Traum. Also wirklich gesagt, die Fans sind ein Traum, wobei ganz viele aus Bayern kommen, aus unserem Raum, aus unserem Geist sozusagen und macht einfach nur Spaß, ja. Und die Ursprungburm sind ja wirklich bekannt dafür, dass sie einen großen Freundeskreis haben und da sind die Tonihof-Burm natürlich seit Jahren mit dabei und auch die Rösser und ich, der Erfolgstitel, den man Erfolgs-TV kennt, der ist auch mit dabei. Ja, also wir werden den Titel natürlich jetzt sicher spielen. Wie gesagt, hat sich mittlerweile eine ganz tolle Freundschaft gebildet. Die Ursprung haben wir bereits privat zu uns und wir feiern auch hin und wieder mal im ganz kleinen Rahmen und macht uns einfach, wie schon vorhin erwähnt, einen Spaß und natürlich haben wir da unsere Röster dabei, ist klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß, ich darf euch nicht länger aufhalten, der Weg ist kurz zur Bühne, aber ihr seid gleich dran. Gute Unterhaltung ist geboten hier im Ursprungburm-Festzelt und euch wünsche ich gutes Gelingen. Jawohl, ich sage Dankeschön. Liebe Grüße an die ganzen Volkstv-Zuschauer. Macht es gut. Servus. Dankeschön. Der erste Tag der Begrüßungsabend ist voll im Gange und das Zelt ist bereits am ersten Abend gefüllt. Und wir freuen uns auf gemütliche und wunderbare Ursprungburm-Festtage. Morgen geht es weiter und übermorgen und am Sonntag wird auch noch weiterhin hier im Zillertal gefeiert. Für heute heißt es auf Wiedersehen zu sagen, aber wir machen gleich weiter und zwar beim nächsten Tag am Freitag hier im Ursprungburmfest. Es gibt tausend Dinge.
Es ist der zweite Tag, es ist Freitag und in Stumm füllt sich schon langsam das Zelt, denn gleich ist Einlass und am zweiten Tag ist auch wieder die beste Musik geboten, natürlich mit den Ursprungwurm und vielen weiteren Interpreten. Wir schauen uns gleich um und wir bekommen auch heute exklusive Einblicke. Mehr dazu verrate ich gleich und schön, dass Sie auch am zweiten Tag mit dabei sind. Bei uns geht es jetzt gleich ins Festzelt, denn um 20 Uhr geht es los beim Ursprungwurmfest in Stumm im Zillertal. Wir sind hinterm Festgelände und da steht ein ganz, ganz wichtiger Mann, der Heli. Er ist der LKW-Fahrer, der Ursprungwurm. Und Heli, das ist dein quasi zweites Zuhause hinter dir, oder? Ja, das ist mein zweites Zuhause, genau richtig gesagt. Der LKW und die Firma ist mein Zuhause. Wie oft seid ihr denn unterwegs? Ihr seid ja wirklich das ganze Jahr über unterwegs, viele, viele Kilometer, oder? Ja, wir sind 150 Tage. Also die Hälfte von Jahr sind wir schon unterwegs. Einmal mehr, einmal weniger und das ändert sich auch von Jahr zu Jahr wahrscheinlich. Jetzt hoffen wir, dass es mal wieder ein bisschen mehr wird. Und im Winter sind wir in die Kirchen und die Weihnachts mit Leitneragentur sind wir unterwegs im Winter. Bei den Weihnachtskonzerten in den sämtlichen Kirchen in Österreich, Deutschland. Also egal welche Jahreszeit, du bist immer mit den Ursprungwurm sicher unterwegs? Allem sicher unterwegs, genau, richtig. Was ist jetzt die Herausforderung in deinem Job? Ihr seid ja auch sehr viel in der Nacht unterwegs, oder? Ja, nachts müssen wir fahren bis zum nächsten Ziel, damit wir pünktlich unter Umständen sind wir eben 800 Kilometer weiter weg am nächsten Tag. Dann müssen wir noch einen abbauen. Nach dem Spielen müssen wir abbauen und 800 Kilometer fahren und dann geht es wieder los mit Aufbau und weiter und nochmal wieder weiter am nächsten Tag. Also am dritten Tag wieder 800 Kilometer oder 700 oder 600 oder 500. Das heißt, du kennst die Ursprungwurm eigentlich sehr persönlich? Persönlich, ja, kann man schon sagen. Heli, gibt es da irgendwie eine Geschichte, die da im Hintergrund irgendwie bleibt und sagst du, ah ja, der Andreas ist lieber dieser Typ und der Martin eher so und der Manfred hat lieber das? Gibt es da irgendwas Spezielles? Nein, ganz speziell nicht. Also, wie ich schon einmal im Interview gesagt habe, mir gefallen die Geschichten, wie der Martin immer wieder sagt, wie er zu den Liedern kommt, zu den Titeln, die er selber schreibt. Und der Manfred gefällt mir in dem Sinn, weil er sich sehr im Hintergrund immer haltet und weniger gern Interviews und so gibt. Er ist, ganz sein, ist ein eigener Typ. Und der Andreas ist wieder Top-Chef für den Fanstopp zuständig, hauptsächlich auch. Und Top-Jodler, Singer, hohe Stimme und alles. Ich bewundere das alles. Mir gefällt das. Alles an allen, alle haben irgendwas Besonderes. Also jeder hat seine Qualitäten? Alle haben seine immer guten Qualitäten und ganz lustige Sachen und alles kann man nicht erzählen, die ganzen Geheimnisse. So ist es, denn diese Wände haben ganz, ganz sicher viele Geheimnisse zu tragen. Aber Heli, ich habe versprochen, es gibt exklusive Einblicke. Würdest du uns ein paar Einblicke gewähren? Ja, das können wir machen, obwohl ich heute nicht gerade aufgeräumt habe, aber wir haben drin einen Lautsprecher hinten drin rumstehen, den müssen wir noch rausnehmen, aber das können wir schon machen, ja. Das heißt, jetzt kriegen wir Einblicke ins Wohnmobil quasi und in ein bisschen ein Ursprungwurm-Chaos, aber das gehört für Musiker und dann LKW-Fahrer dazu. 17 Uhr ist offiziell Einlass da beim Ursprungwurmfest und deswegen habe ich noch ein paar Minuten Zeit, das können wir machen. Dann machen wir das, bitte gern. Los. Ich habe da einen ganz jungen, talentierten neben mir, der Franz. Du bist ja der Sohn von Martin, vom Ursprungwurm Martin. Lieber Franz, aber du bist ein ganz großer Musiker schon. Ja, es ging so. Ein kleiner, großer Musiker. Ein kleiner, großer Musiker. Wie alt bist denn du, Franz? 12. Und du spielst was für ein Instrument? Steirische und Harfe. Steirische und Harfe. Franz, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft übst du denn da am Tag? Ja, das ist verschieden. Ganz verschieden? Ja, also wenn ich mal kann man sagen. Und du hast aber schon viele Auftritte gehabt? Ja, noch nicht so viele. Und hast du erst heute gehabt, mit dem Zeltbergstüberl? Ja. Also im Zeltbergstüberl warst du schon und heute beim Ursprungwurmfest natürlich live mit dabei. Ja, aber spielen glaube ich nicht. Ohne Instrument, aber dafür so hinter der Bühne, vor der Bühne. Jawohl. Und ist der Papa irgendwie ein Idol, ein Vorbild für dich? Ein großes wohl. Ein großes. Und hat sie gemeinsam auch schon musizieren? Ja. Also
wenn wir irgendwo hin auf mir zwei. Ist er da streng oder ist er da ganz locker? Ja, eigentlich schon ganz locker. Und es macht Spaß? Ja, eigentlich, ja schon. Aber jetzt gehen wir dann rein ins Zelt, denn sie fangen bald an, gell? Ja. Dann starten wir los, lieber Franz, und wir wünschen uns gegenseitig einen schönen Abend. Ja. Hast du einen Freund gehabt, ja dann war ihm hallo. Beim Ursprungwurm LKW darf natürlich einer nicht fehlen, den habe ich gerade getroffen. Der Gerhard, der macht jahrelang schon die besten Fotos. So schaut's aus, ja. Und ich bin auch stolz darüber, dass sie verwendet werden. Und Gerhard, die Fotos, die sieht man ja auch bei dir im Internet. So ist es, auf franzdorfevents.com. Und du bist aber nicht das erste Mal hier, wie ich es schon erwähnt habe, du bist schon jahrelang hier. Wann bist du denn das erste Mal zum Ursprungwurmfest gekommen? Wir sind heuer zum 15. Mal hier. Und warum fährt man immer wieder her? Es ist ein Familientreffen. Und man trifft immer alte Freunde, die man teilweise nur einmal im Jahr sieht. Und das ist immer wieder schön. Und es beginnt ja am Donnerstag mit dem Begrüßungsabend und endet am Sonntag mit dem Frühshoppen. Aber rundherum um das Ursprungwurmfest gibt es ja immer tolle Veranstaltungen, auch für die Fans, wo ihr mit dabei seid. So ist es. Wir waren heute oben beim Gerhard von den Zellbergbuben im Zellbergstübel. Da haben Zellbergbuben aufgespielt, dann sind die Ursprungbuben nachgekommen. Und auch die Donihofbuben haben ein bisschen gespielt. Und dann waren ein paar Herrschaften von Holland da, die haben mitgespielt. Und hunderte Leute. Also ein traumhaftes Wetter und hunderte Leute und keine Diskrepanz. Ein friedliches Fest, auch das Ursprungwurmfest, ich glaube, so sind es auch bekannt. Und was noch auch bekannt ist, das Zelt ist bis auf den letzten Rand gefüllt. So ist es und so soll es auch sein. Und wir haben das erlebt, in den 15 Jahren hat sich das eigentlich, kannst du sagen, um 200% gesteigert. Und auch am zweiten Tag haben wir viele Fans getroffen. Aus der Schweiz habe ich jetzt den Peter getroffen. Lieber Peter, von wo genau seid ihr denn? Schaffhausen. Wo ist das genau? Am Rheinfall. Und wie lange fahrt ihr ins Zillertal? Ja, jetzt sind wir etwa das 8., 9. Mal hier. Ja, und wie lange ist da die Anreise? 6, 7 Stunden wahrscheinlich? Nein, 4 Stunden mit Aufenthalt. Und habt ihr einen Lieblingstitel von den Ursprungwurm? Lieblings? Lieblingstitel. Ja, hereinspaziert ins Zillertal. Das passt perfekt. Trachtig übernachtig ist man auch die Tage beim Ursprungwurmfest. Ja, ungefähr, ja. Und ihr genießt es und habt auch die Ratsche mit dabei? Ja, zwei. Das braucht man einfach, das gehört dazu, wenn man im Zillertal ist. Mit Musik und mit der Ratsche mit dabei, dann wünsche ich euch gute Unterhaltung. Und ein gutes Zillertaler Bier. Na bitteschön, alles da, was man braucht. Genau. Ganz weit vorne habe ich die Gerlinde getroffen. Gerlinde, du hast eine spezielle Funktion. Ich bin Fanclubleiterin von Salzburg. Wie lange machst du das schon? 9 Jahre. Und wie bist du dazu gekommen? Ich habe es im Fernsehen einmal gesehen und war gleich fasziniert von der Ursprungwurm. Und wie kann man bei deinem Fanclub beitreten? Indem man einen Schal kauft. Fanclub Ursprungwurm, Fanclub Salzburg. Und dann ist man mit dabei? Ja. Ich besorge immer die Karten, wir sitzen dann immer an vorderster Front. Und wie lange bist du eigentlich schon Ursprungwurm-Fan, Gerlinde? 16 Jahre. Und immer vorne mit dabei? Ja, ja. Dann wünsche ich dir auch für die Fanclub-Arbeit ganz, ganz viel Freude und viel, ja, viel Vergnügen und viel Erfolg vor allem. Ja, danke. Dankeschön. Den Luis aus der Steiermark habe ich hier. Schönen guten Abend, Luis. Grüß dich. Das erste Mal hier beim Ursprungwurmfest? Zweite Mal. Und warum kommt man daher? Ja, die haben bei uns drüben gespielt und durch das sind wir nachher mal gefahren. Was fasziniert dich so? Oder wie? Steirische Musik, das ist einfach das Gemütliche und Zusammenhalten von der Gesellschaft her ist optimal. Das ist der Optimalere. Ja. Und das gibt es im Zillertal auch? Das ist im Zillertal besonders gut. Und die Steirer sagen ja, sie fühlen sich hier besonders wohl. Ja, wie gesagt, wenn die steirische Musik spielt, dann müssen wir da sein. Ne? Und heute spielt sie auf jeden Fall auf. Habt ihr einen Lieblingstitel von den Ursprungwurm? Nein, eigentlich her alle gern. Also das ist perfekt. Das ist perfekt und heute heißt es noch genießen. So ist es. Heute, morgen und am Sonntag. Ne? Alle Tage, volles Programm. So ist es. Dann gute Unterhaltung. Ebenfalls. Bis zum Wunder.
Zelt findet man nicht nur tolle Gäste, sondern auch ein Urgestein hier in der Volksmusikszene, den Ratschenklaus. Du bist heute auch wieder musikalisch unterwegs. Genau, heute bin ich auch wieder unterwegs dabei und spiele bei den Ursprungbomben wieder mit auf. Mache mit, wie jedes Jahr. Und heuer ist ja auch ein besonderes Jahr, 10 Jahre Ratschenklaus. 10 Jahre mache ich Ratschenklaus und macht Spaß. Fit, gesund bleiben muss man und mir macht es Spaß, überall mitzumachen. Was ist jetzt für dich das Besondere beim Ursprungbummfest? Die vielen Menschen, viele Freunde, viele Fans habe ich auch und halt die Musik, weil das ist halt einfach mein Leben. Das macht einfach Spaß mitzumachen, das ist halt einfach gesund. Und darum freue ich mich immer jedes Jahr, wenn hier das große Ursprungbummfest da ist. Und darum mache ich da immer gerne mit. Es ist ziemlich heiß hier schon im Ursprungbummzelt und ich habe junge Fans getroffen. Wer bist denn du? Ich bin der Jakob. Und von wo kommst du her? Aus Stumm. Aus Stumm, also Lokalmatador quasi? Ja. Und warum bist du heute da beim Ursprungbummfest? Wir haben Brezen verkauft. Ihr tut Brezen verkaufen? Ja, dann erzähl mal, wie funktioniert das? Ihr geht da herum im ganzen Zelt und verkauft die Brezen an die hungrigen Gäste? Ja. Was kosten so Brezen? 1 Euro. 1 Euro, ich glaube, das ist ein super Angebot. Und dazu gibt es eine Cola zum Trinken. Ja. Seid ihr Ursprungbummfans auch schon, oder? Ja, kann man so sagen. Gibt es ein Lieblingslied? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, eigentlich alles? Ja. Ja, und wann startet sie mit dem Brezenverkauf? Ja, wenn wir wollen. Wann ihr wollt, das ist praktisch, da gibt es keine fixen Arbeitszeiten, da geht es einfach, wenn man will. Und ich wünsche euch ganz viele, ja, wie soll ich sagen, ganz viele Euro in der Hand und Geldtasche, gell? Und ein schönes Fest. Ja, passt, danke. Ich habe den Georg neben mir sitzen, aber auf Schwedisch heißt Georg? Joran. Und ihr seid direkt aus Schweden angereist? Nein, ich wohne schon 54 Jahre in Innsbruck, aber die Dame kommt seit 10 Jahren und das steht fix auf dem Programm, Stumm, jedes Jahr. Was ist das Besondere am Ursprungbummfest? Der Sound, die Gemütlichkeit und die Flair einfach. Das genießt man in vollen Zügen. Aber eindeutig, eindeutig. Also wir reden schon zu Weihnachten davon, wann bestellen wir die Karten. Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man. Stimmt auch in diesem Fall. Dann lieber Georg, dann wünsche ich dir noch viel Freude und gute Unterhaltung beim Ursprungbummfest. Werden wir eindeutig haben und haben wir es nicht, dann waren wir selber schuld. So ist es. Auch am zweiten Tag beim Ursprungbummfest strömen die Fans von nah und fern. Und ich sitze jetzt neben dem Sepp erst aus der Schweiz. Lieber Sepp, schönen guten Abend. Guten Abend. Wie geht's euch denn? Wie weit seid ihr denn angereist oder wie lange? 6 Stunden. Eine weite Anreise für gute Musik? Ja, genau. Seid ihr das erste Mal hier, Sepp? Nein, wir waren schon mehrmals hier. Und warum kommt man immer wieder zum Ursprungbummfest? Weil es schön ist und alles perfekt passt. Habt ihr einen Lieblingstitel oder genießt ihr einfach jeden? Wir genießen die Gegend. Und vor allem ist dann auch ganz wichtig mit der Ratschen mit dabei sein, aber es ist für euch gar nicht so das Thema heute? Nein. Also einfach zusehen? Genau. Dann wünsche ich euch noch eine gute Unterhaltung. Ja, danke auch. Danke. Beim Ursprungbummfest hat man das Herz am richtigen Fleck, dank dem Hermann. Lieber Hermann, du machst solche wunderbaren Stücke. Genau, genau. Ich mache die Herzchen für den Fanshop, für die Musikkapellen. Und eigentlich ist es das erste Produkt für den Ursprungbumm. Und bis jetzt, muss ich sagen, kommt das super an. Die Leute sind begeistert und das freut mich riesig. Und die sind aber auch individuell, weil ich habe einen anderen Text drauf als du. Also du machst das alles selbst und gestaltest sie auf Wunsch. Genau, ich mache das selber. Ich habe da, das geht mit CO2-Laser. Ich mache mir Gedanken, es muss einfach passen zum Anlass und zur Musikkapelle. Das wäre ja eigentlich eine super Geschenksidee. Genau, richtig, ja. Und wie kann ich so ein Herzl erwerben oder wo kann ich dich kontaktieren? Es gibt es bei mir, ich mache ja eigentlich die Volksmusik Ratschen. Unter www.volksmusikratsche.de kann man die Ratsche bestellen und auch seit neuem die Herzchen. Lieber Hermann, dann danke ich dir für die großartige Idee und das schöne Geschenk. Gerne, gerne. Musik.
Das Fest startet in Kürze und ganz wichtige Personen sind die Techniker, die für den guten Ton sorgen. Unser Harry und der Flo und die zwei Flos sind dafür verantwortlich. Lieber Harry, du stehst hier vor deinem wichtigsten Instrument. Ihr seid ja nicht das erste Mal hier, ihr seid jahrelang schon für die Technik verantwortlich. Ich glaube, ich bin jetzt schon 9 Jahre dabei und die Jungs sind 6 Jahre und 4 Jahre dabei. Und ja, das Fest ist was ganz was Besonderes. Also das ist immer ein großes Highlight. Die Fans, es ist einfach ein Wahnsinn. Es ist wirklich alles bärig, was hier auf die Füße stehen, die Jungs. Und es ist dann, so wie gestern beim Begrüßungsabend, wo schon zigtausende Leute im Zelt sind, es ist ein Wahnsinn. Die Jungs gehen auf die Bühne, spielen 2 Tage lang und das ganze Zelt bebt mit den Ratschen. Es ist einfach gewaltig, es ist super. Und unser Job ist es, das Ganze in Bild und Ton zu übertragen, dass alle glücklich sind. Das gelingt uns auch sehr gut. Und wir haben ein super Equipment dabei. Und ja, es macht großen Spaß. Was ist jetzt die Herausforderung? Es ist ein großes Zelt, die Ratschen sind auch relativ laut, es sind viele Bands auf der Bühne. Was ist jetzt für euch die größte Herausforderung an diesem Job? Ja, das dementsprechend drüber zu bringen, dass eben nicht so laut ist, dass die Leute trotzdem einigermaßen sprechen können und dass die Leute die Musik 6-7 Stunden über die lange Zeit eigentlich genießen können. Jetzt verrate ich ein Geheimnis. Ihr seid ja bekannt dafür, dass wirklich die Qualität passt. Die Musiker auf der Bühne fühlen sich wohl. Was ist jetzt euer Geheimnis, dass ihr sagt, ihr arbeitet gut zusammen, ja, ihr kennt euch auch jahrelang. Aber was ist jetzt das Spezielle an euch? Das ist das Geheimrezept, das bleibt verschlossen. Das bleibt wirklich verschlossen, aber man kann sagen, die Ursprungbuben fühlen sich wohl, die vielen anderen Musiker auch. Genau, das ist, wir kennen mittlerweile über die Jahre schon großteils der Musiker. Und so wie Zeltbergbuben, die kommen nicht einmal zum Soundcheck, weil die wissen, dass es einfach passt. Morgen die Rolle, ich auch. Es macht dann eigentlich noch mehr Spaß, weil man dann das Vertrauen gegenseitig hat. Und es ist super Zusammenarbeit mit Jungs. Und das spricht sich auch herum, dass Harry und Flo für den guten Ton sorgen. Jetzt, wenn ich jetzt kein Ursprungbuben-Musiker bin, sondern ein anderer Musiker, der sagt, ich möchte euch auch als Techniker haben, wie ist denn das möglich? Wie ist der Kontakt? Der Kontakt ist ganz einfach, entweder über Musik Tirol, weil wir sind eigentlich über Musik Tirol da. Oder ich habe selber eben ein Tonstudio, was ja bei Volks-TV nicht unbekannt ist, Dizzy Music mit Natura Records. Oder unsere eigene Band, was der Flo und ich haben, das ist in der Steiermark die Band Freeze Up. Also man kann uns eigentlich mit ein paar Schienen kontaktieren. Ich darf jetzt noch 1 Minute aufhalten, weil gleich geht's los. Was sind jetzt die letzten Griffe vor dem Konzert, vor dem Start? Ein Mineralwasser und dann Kaffee trinken und dann gehen wir es an. Es wird wirklich nichts verraten. Alles ein großes Geheimnis. Aber kein Geheimnis ist, dass der Ton wirklich wunderbar passt. Alle 4 Tage hier beim Ursprungbuben-Fest. Danke Harry, danke Flo und viel Erfolg. Wir freuen uns. Danke. Ich muss mich beeilen, denn es geht gleich los und ich habe den Moderator des Abends direkt auf der Bühne schon getroffen. DJ Mox, du wirst auch für die gute Moderation wieder sorgen beim Ursprungbuben-Fest. Ja, habe wieder die Ehre, heute hier durchs Programm zu führen, heute und morgen. Und wir haben ja hochkarätige Gruppen dabei und das Zelt, wenn man sieht, ist ja schon sehr gut gefüllt. Also ich glaube, es wird heute am Freitag richtig ein sensationeller Abend. Es wird ein sensationeller Abend und du gehörst ja auch schon zum Inventar quasi. Was bedeutet für dich das Ursprungbuben-Fest? Ja, ich glaube, das ist schon eines der Highlights hier im Zillertal. Und wenn man die Ursprungbuben kennt mit ihrer Art, mit ihrer Bodenständigkeit und seit so vielen Jahren so beständig so viele Menschen zu begeistern und zu bewegen, dann glaube ich, ist das auch für einen, der dann durchs Programm führen kann, ja, schon eine Ehre und man kann da schon stolz sein drauf. Da kann man wirklich stolz sein, aber du bist ja nicht nur als Moderator tätig, du hast ja auch viele andere Aufgaben. Ja, also ich habe ja zu Hause auch noch das Lokal, das Casamandel, wo du mich ja das letzte Mal besucht hast. Das ist ja das Hardrock-Café der Volksmusik, wo man ja ganz viele goldene Schallplatten, Originalgitarren der volkstümlichen Szene sehen kann. Ja, und da bin ich auch heute Mittag gewesen, habe Kellnerdienst gemacht und jetzt bin ich da und ich freue mich schon. Wir müssen gleich den Platz für dich freimachen, denn es geht gleich los. Wie bereitest du dich eigentlich auf so ein Fest vor? Ja, also man muss in sich kehren, man muss sich konzentrieren, man muss sich natürlich auch ein bisschen vorbereiten, dass man natürlich auch dann die richtigen Worte für die richtigen Gruppen findet. Aber jetzt bin ich auf der Bühne das erste Mal und da wird man dann schon ganz locker. Dann räume ich dein Feld und wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank und schöne Grüße an alle, die uns sehen. Servus. Die Hufschneider eröffnen den 2. Abend beim Ursprungbuben-Fest in Stumm. Liebe Verena, wie geht's euch? Ausgezeichnet. Kurz vorm Anspiel natürlich immer total motiviert und froh, dass wir heute da sein dürfen natürlich. Für dich ist es ja quasi die Premiere heute. Ja, ich bin erst seit einem Dreivierteljahr bei den Hufschneidern
und somit auch das erste Ursprungburmfest für mich. Was hast du vom Ursprungburmfest schon alles gehört? Ich glaube, die zwei Jungs haben dir schon einiges berichtet. Ja, natürlich. Also immer wieder tolle Geschichten, viel Spaß, viel Freude. Natürlich auch langjährige Fans immer wieder gefunden und betreut, in dem Sinne auch. Ne? Sie sind, glaube ich, schon das fünfte, sechste Mal da, für mich das erste Mal. Also bin gespannt, was mich erwartet. Und die Hurlsteiner haben sich ja neu gebildet quasi mit dir jetzt. Was ist in den letzten Monaten alles passiert? Ja, wir haben unsere Besetzung neu gemacht. Also vom Kontrabass, der Steirischen und der Gitarre zu der Gitarre mit zwei Steirischen. Mit viel Stimmung und Humor nach wie vor natürlich. Und da gibt es aber nicht nur beim Ursprungbummfest beste Stimmung, sondern auch in den nächsten Monaten ist einiges geplant mit den Hurlsteinern. Natürlich, wir haben heuer unser 10-jähriges Jubiläum. Da werden wir auch ein Fest veranstalten im November. Und eine neue CD haben wir jetzt auch aufgenommen. Die wird dann auch im Herbst herauskommen. Und eine feste Frau mit dabei und schon haben die Hurlsteiner neue Tracht auch. Ja, natürlich, das gehört dazu. Wenn eine Frau dabei ist, dann ist natürlich die Mode ganz, ganz wichtig. Und da haben wir geschaut, dass wir uns natürlich aus unserer Heimat, aus der Libizaner Heimat, von der Firma Bachertz einkleiden haben lassen. Ein optischer und musikalischer Aufputz. Verena, alles Gute für den Auftritt. Danke sehr. Den Soundcheck beendet und noch nicht in der originalen Ensemble Osttirol Tracht, aber ihr seid gleich auf dem Weg ins Hotel zum Umziehen und in der Zwischenzeit darf ich mit euch noch ein bisschen plaudern. Soundcheck, wie gesagt, beendet und am Abend geht's los. Wie geht's euch aus Ensemble Osttirol? Ja, uns geht's sehr gut. Natürlich, heute ist unser Chef ausgefallen, weil er liegt mit einem Bandscheibenvorfall bei uns im Bezirkskrankenhaus. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, aber wir haben eine Aushilfe gefunden und werden es unsere Fans nicht antun, was wir nicht können, da für sie aufspielen. Ein Musikant, der kennt auch keine Panne und kein Missgeschick. Show must go on heißt es dann immer, gell? Ja, es ist schon schwierig. Wir waren schon lieber in der Originalbesetzung, aber es ist auch vom Chef aus, hat er uns einen Rat gegeben, hat er gesagt, schauen wir es, dass wir es drüber bringen und es geht auch von ihm aus und dass man es gewollt ist. Wir haben das natürlich besprochen alle zusammen und da stehen wir alle hintereinander. Was steht jetzt heute am Programm beim Ensemble Osttirol? Die üblichen Hits, wie man sie gewohnt ist von euch? Ja, natürlich. Wir mit Polka, Walzer und Dorschen werden wir in den Leuten unser Bestes geben und wie wir halt sein, unsere Eigenheit, wie wir haben mit einem super Gesang und ja, wir müssen vielleicht nicht enttäuschen. Das glaube ich auch nicht, ihr enttäuscht auch nie, die Volks-TV-Zuseher nach wie vor ganz, ganz beliebt, auch bei uns in der Wunschbox. Und jetzt plaudern wir mal über das Ursprungburmfest. Was bedeutet euch das Ursprungburmfest? Ihr seid ja nicht zum ersten Mal hier Gast, ihr seid ja quasi Stammgäste. Ja, natürlich ist das für uns eine Riesenfreude, dass wir da dabei sein dürfen. Wir sind auch in Slowenien unten und bei anderen Highlights dabei, aber in Zillertal beim Ursprungburmfest, das ist für uns auch eine Herausforderung, dass wir dürfen da dabei sein. Und das gefällt uns sehr. Wir haben miteinander in Deutschland einmal ein Weihnachtskonzert gehabt miteinander und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und Zoll hat das auch gefallen, was wir machen und uns gefällt Zoll auch Kultur auch und die haben gesagt, du musst das unbedingt einmal her. Und wir haben gesagt, okay, wenn das auch Zoll gefällt und den Leuten gefällt und den Veranstalter, dann können wir da nicht nein sagen. Und da ist das zustande gekommen und voriges Jahr waren wir da und haben auch viele Fans hergebracht wegen uns und wir haben uns gleich wieder gebucht für heuer und wir haben gesagt, ja, da sind wir gerne dabei. Dann heißt es jetzt umziehen fahren in die Tracht und wann geht's los? Um 22.30 Uhr, glaube ich. Ja, auf dem Terminplan steht da 22.30 Uhr. Wenn Sie den Termin einhalten, wird es hinhauen und sonst kann es ein paar Minuten später werden oder früher. Da sind wir noch flexibel. Wir sind eh da, umziehen und nachher dann sind wir bereit. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und viel Erfolg auf der Bühne. Danke vielmals. Ich muss die Gelegenheit nutzen, bevor es losgeht, denn die Musiker sind ja noch nicht ganz im Outfit, in Obligaten. Aber Jürgen, du stehst vor dem Fanshop, die Dorfer sind heute auch am Programm. Was gibt es denn zu hören und zu sehen? Ja, wir machen einige tolle Titel von unserer 25-Jahr-Jubiläums-CD. Wir sind schon 27 Jahre auf die Füße jetzt. Wir kehren schon bald zu den alten Eisen. Wir sind das zweite Mal da bei unseren Freunden, bei den Ursprungbuben. Und wir haben es ganz gut in Erinnerung. Vor zwei Jahren waren wir da. Und es gibt tolle Melodien heute auf Nacht, eine kleine Show. Mit der Show sind wir natürlich hauptrangig bekannt, international. Wir fahren von Holland bis Südtirol, überall einmal um. Natürlich auch bei mir in meiner Heimat, in Dorfgastein. Hinten im Hintergrund sieht man das Hotelrestaurant Burgblick. Auch dort musizieren wir jede Woche am Mittwochs. Und da haben wir auch unsere tolle Fanwoche, unser Bumm, Berge und Musik. Und heute sind wir aber da, das ist das Wichtigste. Und ihr seid auch da mit einem tollen Sender. Freut mich. Jürgen, jetzt erzähl mal, wie würdest du die Ursprungburm beschreiben? Ja, einzigartig, genial.
Wir haben pflegen schon eine lange Freundschaft gemeinsam. Sie waren auch schon einige Mal bei unserem Fest dabei, beim BUM. Und ich kann nur sagen, wenn man das Zelt anschaut, und ihr werdet heute Abend noch sicher ein paar Einblicke auch euren Fernsehzuschauern übermitteln, und die können sich da selber ein Bild machen. Bravo. Wann geht es jetzt für euch auf die Bühne? Wir sind um 21 Uhr dran und dann so circa 40 Minuten. Aber ist jetzt rund um die Uhr für die Fans da jetzt auch im Fanshop, das heißt jetzt noch schnell umziehen, dann in Schale werfen und dann geht's auf die Bühne? Freilich, nicht umsonst sind wir Österreichs schärfste Showband. Nach dem Motto, wir sind keine Bremser, gibt es bei uns noch ein Gas, ein Vollgas. Dann Vollgas ab in die Maske quasi und dann auf die Bühne. Alles Gute, lieber Jürgen. Dankeschön. Hallo. Ich freue mich so, einen Bekannten getroffen zu haben, unseren Papa Dossi. Lieber André, wie geht's dir denn mit den Grumbachern? Gut, wie man sieht. Ja. Na, perfekt. Also, Freundes hätte, die Hufschneider spielen schon auf, kurz einmal mit dran. Ist jetzt das erste Mal da, oder? Wir sind das erste Mal da, ja, aber dafür gleich alle drei Tage. Also Freitag, Samstag, Sonntag, ja, wird lustig. Ja, die Grumbacher kennt man ja einfach und kein Winter dauert ewig, aber ihr habt so viel im Programm. Was gibt's denn heute zu hören? Dadurch wir eigentlich das Schlusslicht machen, also sozusagen als Letzte dran sind, gibt es natürlich von Oberkleiner bis Modern von uns alles. Ja. Also richtig Partymusik auch mit dabei. Genau, dass man die Letzten auch noch aus dem Zelt rausspielt. 3 Tage Ursprungwurmfest, also ich glaube, euch wird das wirklich in guter Erinnerung bleiben, denn es ist legendär. Da drinnen warten schon alle auf euch, das Zelt bebt bereits und ihr werdet zum Schluss noch für den guten Ton und die Stimmung sorgen. Ja, wir hoffen, also wir werden alles geben und ich hoffe, die Leute auch, und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann einmal wieder beim Ursprungfest. Ja, und die Grumbacher sind aber fleißig unterwegs, man sieht einiges auch auf Facebook. Wo seid ihr denn als Nächstes? Als Nächstes sind wir bei irgendeinem Schlüsselfest, glaube ich, in Bernstein, und gleich nächsten Tag drauf beim in Königsberg beim Wiesenfest, dann irgendwann einmal in Kärnten. Also ja, im Sommer sind wir gut unterwegs. Lieber André, auch in den Wunschsendungen dürfen wir immer noch die Grüße für dich entgegennehmen. Ich darf dir jetzt wirklich im Namen aller Volks-TV und Volksbox-Zuseher alle Grüße jetzt übermitteln, und wir freuen uns, dass es dir gut geht, und wir freuen uns, dich auch heute auf der Bühne zu sehen. Dankeschön. Ja, ich sage auch nochmal hallo, liebe Volks-TV-Fans. Ja. Ja, vielleicht sieht man sich irgendwo einmal wieder, und vielleicht du auch. Vielleicht kommst du dann mal vorbei, wo wir was spielen, und dann quatschen wir. Das würde mich freuen, und Musik verbindet, wie man sieht, und die Grumbacher werden wir sicher noch öfter sehen. Ja, also, macht's gut, schaut Volks-TV. Mittlerweile ist das Fest schon im vollen Gange, heute am 2. Tag. Die Hufschneider sind schon auf der Bühne, die Nächsten sind die Zellbergbuben. Lieber Gerhard, ihr seid als Nächstes an der Reihe, was erwartet die Zuseher? Ja, auf alle Fälle freuen wir uns, dass wir dabei sind. Die Ursprungbuben waren ja bei uns heute schon auf der Zillertaler Höhenstraße im Stüberl, und sie haben schon musiziert. Wir haben heute eine tolle Fanwanderung gehabt. Ursprungbuben-Fans viel und auch Zellbergbuben-Fans. Und wir haben eine tolle Freundschaft und freuen uns natürlich jetzt, dass wir dürfen viele Freunde von Ihnen und von uns gemeinsam unterhalten. Natürlich dürfen eure Superhits auch nicht fehlen, die werden heute auch am Programm sein, oder? Auf alle Fälle müssen wir, wo Zellbergbuben draufsteht, sind Zellbergbuben drin, und wir haben viele schöne Lieder. Und viele schöne Lieder gibt es nicht nur beim Ursprungbuben-Fest, sondern ihr feiert ja auch euer eigenes Fest in zwei Wochen, glaube ich. In einer Woche. Also wir spielen heute bei den Ursprungbuben, und nächste Woche am Freitag, letztes Wochenende im Juli, geht bereits schon unser Fest los in Fügen, in der Festhalle. Und da haben wir auch viele, viele tolle Interpreten. Die Ursprungbuben heuer nicht, aber die haben wir übernächstes Jahr wieder. Wir dann immer ein bisschen wechseln. Heuer haben wir die Zillertalamander und viele, viele tolle Gruppen, die Meierhofner vom Zillertal. Aber wir kommen alle gut aus, und liebe Leute, wenn ihr Zeit habt, nicht nur heute und morgen und am Sonntag, sondern auch nächste Woche seid ihr dabei. Immer ein Erlebnis, auch das Zellbergbubenfest. Und lieber Gerhard, jetzt wünsche ich dir einfach noch viel Erfolg auf der Bühne und weiterhin alles Gute. Also liebe Hörer, danke, und dir auch danke für das nette Interview. Und wir freuen uns. Servus. Das Ursprungbubenfest, das ist heute der 2. Tag, und wir stehen direkt hinter der Bühne mit dem Martin Brucker von den Ursprungbuben. Lieber Martin, in wenigen Minuten geht's los. Wie geht's euch denn? Also bis dato ist alles noch in bester Ordnung. Also ein bisschen nervös ist man eigentlich jedes Jahr. Natürlich, ob alles hinhaut, ob alles funktioniert. Aber ansonsten geht's uns nach wie vor blendend. Gestern war ja der Begrüßungsabend, und ihr Ursprungbuben selbst habt einen Titel Trachtig übernachtig. Ich glaube, das trifft zu auf die 4 Tage, oder? Auf die 4 Tage trifft es zu. Gestern noch nicht. Gestern waren wir brav. Gestern haben wir sehr früh nach Hause.
Heute wissen wir noch nicht, da lässt man uns überraschen. Ursprungwurmfest, das ist bekannt dafür, dass das Zelt einfach bebt, dass das Zelt gefüllt ist die 4 Tage und es ist euer Heimspiel. Ist das was Besonderes oder ist es einfach ein gewisses Flair für euch auch, oder? Ja, ich sage einmal so, das Ursprungwurmfest, das ist ja über Jahre hinweg entstanden und aufgebaut worden. Und begonnen hat das Ganze mit einem Ursprungwurmball in Fügen und das Ganze war dann zu klein und so langsam ist das halt ein bisschen größer geworden alles miteinander und hat natürlich im Laufe der Jahre ganz ein besonderes Flair, wie man so schön sagt, erlangt und erreicht und ist eigentlich jetzt ja so der Höhepunkt von uns drei. Und ihr seid aber fest am Planen, denn nächstes Jahr, ich glaube, ihr denkt schon einen Schritt voraus, nächstes Jahr gibt es auch ein großes Jubiläumsfest. Nächstes Jahr haben wir 25 Jahre Ursprungwurm und da gibt es natürlich eine Jubiläumstournee plus ein Jubiläumsfest und da haben wir natürlich einiges wieder im Programm zu bieten und ja, der Großteil steht schon, einige Überraschungen gibt es aber speziell zum 25-Jährigen. Gibt es schon ein Datum? Das Datum ist der 19. bis 22. Juli, also das gleiche Datum wie heuer, nur ein bisschen um einen Tag verschoben. Das heißt schon mal zum Vormerken für alle Ursprungwurm-Fans, die wissen, die dritte Juliwoche oder das dritte Juliwochenende gehört den Ursprungwurm. Sozusagen, genau. Und in wenigen Minuten geht es auf die Bühne. Lieber Martin, habt ihr noch ein Ritual, wie es ihr euch vorbereitet habt für den Auftritt oder gibt es das gar nicht bei den Ursprungwurm? Also direkte Rituale haben wir da keine. Wir trinken meistens ein Bier davor und das ist eigentlich schon das Hauptritual. Und nein, also gibt keine Rituale. Und euer Begrüßungstitel heute heißt? Auf geht's, Buben. Auf geht's, Buben. Dann wünsche ich euch viel Erfolg auf der Bühne. Und das Fest fühlt sich und das Festzelt fühlt sich. Also alles Gute weiterhin. Und ihr sprecht, glaube ich, alle Leute an mit eurer Musik. Und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei den Zuschauern daheim fürs Zusehen und Zuhören. Danke. Wir sind noch einmal hinter der Bühne und ja, Ensemble Osttirol gibt die letzten Töne von sich und dann kommen die Grumbacher dran. Und das war auch schon der zweite Tag hier beim Ursprungwurmfest in Stubb im Zillertal. Nächstes Jahr geht es weiter. Ein großes Jubiläumsjahr. Morgen Samstag und am Sonntag wird natürlich auch hier noch gefeiert. Und wir dürfen nächstes Jahr auch wieder mit dabei sein. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren, liebe Volkstümer-Zuseher. Und ja, auf geht's, zu geht's. So ist das Motto auch hier beim Ursprungwurmfest. Und wir feiern noch weiter bis in die frühen Morgenstunden. Einen schönen Abend noch und gemeinsam sagen wir Baba.